Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neuer Tag, neues Glück. Wird, glaube ich, in diesem Video nicht der Fall sein. Ich denke, das wird ein hartes Video seit langem, weil wir haben wirklich Wochen, Tage, Monate in diese Technik investiert. Nicht wegen der Wette, sondern weil wir einfach Bock drauf haben. Wir lieben es zu bauen und man braucht einfach auch mal ein Ziel, um fertig zu werden. Jeder, der irgendwie ein Haus saniert, weiß Bescheid. Wenn man sich kein Ziel setzt, wenn man fertig sein will, passiert aber nichts. Es waren alle Teile da, das heißt, wir konnten richtig Gas geben. Das haben wir auch getan und haben in kürzester Zeit dieses ganze Paket fertig gebaut. Es sieht auch einfach nur affentittengeil aus, muss ich einfach so sagen. Gefühlt besteht das Ganze nur noch aus Turboladern, Rohren. Ja, einfach krass. Aber gestern, wir haben ihn probiert zu starten. Der Abend war sehr lang, 5:30 zu Hause gewesen. Das heißt, die Nacht war noch viel, viel kürzer. Aber ja, ich konnte es einfach nicht auf mir sitzen lassen, hier nichts zu machen. Jetzt allerdings, einen Tag später, 18 Uhr, lange drüber nachgedacht und jetzt fangen wir an zu gucken, was hier eigentlich los ist. Wenn so ein Motor auf den ersten Umdrehung nicht anspringt, dann hat das eigentlich immer irgendeinen Grund. Also das hätte uns auch gleich schneller bewusst sein können, dass es nicht an der Batterie liegt, dass es nicht am Anlasser liegt, nicht am Kabel liegt, sondern, siehe da, wenn man dann nämlich ein bisschen in Ruhe drauf guckt, da geht gar nichts mehr. 0,0. Wirklich 0,0. Der Motor ist fest. Also wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Motor, ohne dass er gelaufen ist, festzufahren. Warum, wieso, weshalb? Das zeigen wir euch in diesem Video. Jetzt gucken wir nach und nach, was es sein könnte. Als allererstes machen wir die Nockenwellenräder los. Dann können wir nämlich die Nockenwellen verstellen. Das heißt, wir sehen, ob die Nockenwellen fest sind. Werden sie aber nicht sein. Es wird irgendwas hier unten im Kurbeltrieb sein. Es wird nichts mit dem Öl oder Öldruck zu tun haben, weil wir haben es mehrfach überprüft, dass Öl da ist. Der Motor ist kein Mal angesprungen, ihr habt es im letzten Video gesehen. Der hat die ganze Zeit eher mit 100 Umdrehungen gedreht, aber er ist jetzt wirklich fest. Ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, dass es irgendeine Kleinigkeit ist, vielleicht eine Anlaufscheibe verrutscht oder wie auch immer. Vielleicht die Schwungscheibe von hinten, ich kann es euch nicht sagen. Fakt ist, fest. So, das heißt, als allererstes machen wir jetzt die Nockenwellenräder los. Und dann verdrehen wir mal die Nockenwellen und gucken, was da so geht. Aber ich sage euch, das ist wirklich sonst alles geklappt, alles dicht, alles funktioniert und dann sowas hier. Okay, hier seht ihr ganz genau, wie ich alle zwei Wellen verstellen kann. Also die Seite, Nockenwellen, sind schon mal nicht fest. Damit ist geklärt, dass es definitiv unten irgendwas an der Kurbelwelle ist. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wie wir da rankommen, ohne dass es eine Vollsauerei wird. Es wird aber leider eine Vollsauerei werden, weil das ist leider immer so. Jetzt müssen wir erstmal kurz überlegen. Wir haben ja die Trockensumpf da dran. Wir müssen die Platte abnehmen. Also wir müssen alle Leitungen abnehmen und wir müssen die Platte abnehmen. Okay, also wir machen Folgendes. Wir nehmen die Verbindungsleitung zwischen Tank und Pumpe. Nehmen wir vorne ab, halten sie hoch, dann läuft zumindest hier schon mal alles mit Glück wieder zurück. Wobei es kann nicht zurücklaufen, weil hier mehr drin ist. Somit ist das keine gute Idee. Das heißt, wir nehmen sie hier ab, machen einen Stopfen drauf und kitten den Rest hier oben zum Beispiel rein. So, dann kann immerhin die Pumpe da schon mal nichts mehr ansaugen. Geil wäre jetzt einfach hier so ein Absperrhahn zwischen. Okay, ich hole mal eine Kappe und einen Verschluss. Das ist immerhin der Vorteil von dem Dash-System jetzt. Wir können alles ganz einfach verschließen, dank unserem Lager. Weil wir können, habe ich mir überlegt, das wäre jetzt übrigens der Moment, wo wir einfach die Strebe unten aus der Achse rausmachen würden, in weiser Voraussicht. Problem ist, das können wir hier auf dem Motorenständer natürlich nicht machen, weil die Achse dann einfach auseinanderfällt. Weil sie links und rechts gar nicht verschraubt ist. Das ist hier das Problem. Das heißt, wir müssen hier den Motor einfach mit dem Kran gleich hochnehmen und gucken unten einfach rein. Aber ich würde gerne die Pumpe nämlich erstmal an der Wanne dran lassen. Ich würde probieren, dieses ganze Konstrukt abzunehmen komplett, dass wir da
möglichst wenig rumsauen und das einfach direkt irgendwo hin tun. Also, der Motor kann jetzt gerade nur noch absaugen und die Hauptpumpe kann kein neues Öl mehr reindrücken, außer das, was im Schlauch ist. Das, was im Schlauch ist, müssen wir aber eh rauskriegen. Das heißt, ich würde es schon in den Motor reindrücken. Ja, wir gucken mal, was passiert, wenn wir es so machen. Krass. Da sieht man mal, wie schnell. Ich habe wirklich nur ganz bisschen gedreht. Also der Motor ist auf jeden Fall nicht an einem Ölmangel gestorben. Weil das waren vielleicht 3-4 Umdrehungen. Und schon kommt das Öl hier wirklich überall oben in den ganzen Nockenwellenlager Gassenbohrung raus. Okay, also so rum wird das schon mal nicht funktionieren. Dafür ist der Motor jetzt schon zu weit zerlegt. Diese Ölerei ist echt die Hölle. Ich meine, das kann man jetzt positiv und negativ sehen mit der Trockensumpf. Man kann sich jetzt sagen, da ist ja weniger drin, aber unterm Strich ist es scheißegal. Okay, das heißt, wir müssen Folgendes machen. Ich muss die Leitung hier abmachen und wir müssen es da durchpumpen. Das ist eine Scheiße. Das ist wirklich das, was ich in der neuen Halle als erstes machen muss. Ich muss mir irgendeine, weiß ich nicht, XXL-Wanne bauen, wo wirklich alles scheißegal mit ist. Kommt auf jeden Fall Luft. Okay. So, wenn er Luft pumpt, heißt es auf jeden Fall, da ist nichts mehr. So, jetzt wäre nämlich mein Plan, wir nehmen die ganze Ölwanne mit Leitung ab. So am wenigsten rumzusiffen. Die ist auch schon drin. Haben wir Torx, was Kleines? Achso, die ist gar nicht eingeklebt. Okay. Nee. Ja, das ist auch so ein Traum. Tropfsteinhöhle. Wie man es gerne hätte. Sieht krass aus, ne? Können wir gerade einmal zeigen. Das sind hier die drei Kammern und die saugen wirklich alle nur ab. Das Ding hier, hier und hier. Und das ist einfach nur ein Durchgang zur Pumpe und das kommt hinten aus dem Tank. Oh, also hier ist nichts. Kein Werkzeug drin, meinst du? Nee, also gerade auf dem Alu würde man jetzt ja hier schon Späne sofort sehen. Die Pumpe geht gleich mit ab. Ja, es geht alles ab. Okay. Also das Gute schon mal ist, man ist nicht nach Vollgemüse da drin aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wüsste nicht, wie es bei der Drehzahl passieren soll. Weil irgendwie auch geschrieben hat, vielleicht hättet ihr ohne Kerzen erstmal. Also Hammer. Hammer natürlich. Wir wirklich jegliche Vorsichtsmaßnahmen machen können. Da streiten sich ja die Geister. Manche sagen, er soll schnell anspringen, damit er gleich vollen Öldruck hat. Nee, wir haben wirklich. Also Öldruck, wie gesagt, haben wir bis zur letzten Instanz überprüft. Also selbst das, dann, das ist vielleicht ein Schadensbild, dass man irgendwann mal der Lagerschaden angeht, aber nicht, dass er festgeht. Also das. Da glaube ich nicht dran. Hilft ja nichts. Kommt aber ein bisschen durch. Ja. Krass, Alter. Ist das irgendeine NASA-Dichtmaschine? Jetzt tut sich was. Oh.
so. Ach so. Alter, noch die Kiste. Ja, ja. Ist ja Vinyl. Ja, die Wanne aus, die war sauer, ne? Ja, also wenn überhaupt ganz, also da ist schon ein bisschen Party drin. Ich weiß mal nicht, wie sauer deine Wanne war. Ich hab nicht reingeguckt, voll. Junge! Ja, aber. Nee, ich meine jetzt auch eher da unten in der schwarzen Wanne, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sauer die war. Ach so, die war dreckig. Aber das hier ist ja prädestiniert dafür, guck mal, an den tiefsten Stellen wäre ja hier sofort die Scheiße drin. Aber das Ding sieht schon echt scheppig aus, oder? Ja, ist auch scheppig schwer. Nee, kann ich kein Video wieder drehen. Dieses, das Rad für die Ölpumpe, das ist fest auf der Kronwelle? Welches meinst du? Weil das so komisch außermittig sitzt, da vorne das Antriebsrad. Jetzt ist natürlich erstmal Tropfsteinhöhle hier irgendwas machen. Boah, jawohl. Boah. Junge. Noch ein Zahn raus. Junge. Alter, aber Kraft hat er, kannst du ihm nicht nachsagen. Aber genug Schuh drauf. Also die 18 wollt ihr verschlichen? Alter. Aber ich meine, ich bin ja auch natürlich doof. Das, da der Motor jetzt zum Glück fest ist, kann ich es natürlich auch so einfach lösen. Stimmt. Mit 10 Millimeter, ne? Ah. Irgendeine Schraube zu lang gewesen hier, die hier nee. Drin? Nee. Oder ist er jetzt so weit abgehöhlt? Nee, weil eben konnten wir ja noch nicht drehen. Was haben wir noch abgebaut? Blockiert irgendwie die Wange in der Wange? Das kann auch nicht sein. Was hast du jetzt gerade rausgedreht? Die Schrauben hier nur. Aber wenn die im Ansatz den Motor von hinten blockieren würden. Ja, und die. Durchs Zahnriemenrad gegen den Stirndeckel drehen, das geht ja nicht. Hier sieht man was. Ja, aber ist ja im Plastik. Das wird da einfach weggewichst. Ich meine eigentlich auch. Hä? Warte mal, was haben wir jetzt noch rausgedreht? Oder ist irgendeine Scheißschraube von unten gegen die Wange oder so? Nee, ich habe doch danach schon mal dran gedreht. Ich habe doch eben gerade die ganze Schrauben gelöst. Sonst hätte ich doch dabei schon das Ding verdreht. Also wir können ihn jetzt gleich einfach wieder ranschrauben, wenn wir wieder feststellen. Hä? Hey. Es geht gar nicht, dreh noch mal ein bisschen. Also hier sieht man definitiv, aber das sehe ich auch nicht als so. Warte mal, wir ziehen mit den Schrauben da rein. Es würde dazu passen. Das ist immer ganz normal. Ohne Kerzen ist trotzdem saftig, ne? Aber ja, aber das ist. Wenn das so ist, wenn du so sagst. Ja, mit Ventilfedern und. Ach so, ja. Ja. Boah, das ist alles übel eng mit euren Böcken, aber das werden die sicher alles ausgemessen haben. Ja, wir haben da etliche Male die Welle rein raus, aber das Problem ist immer, ich würde es ja verstehen, wenn es im Betrieb gefressen hätte. Aber 100 Umdrehungen, da sind noch keine richtigen Kräfte, weißt du? Also es muss definitiv gerade irgendwie in Richtung axial geklemmt haben. Wir können ja mal Folgendes machen. Kriegst du sie. Anna, dass ich sie drehe, während du mal drückst, irgendwo? Ja, es wird nichts bringen, weil ich auch nur in eine Richtung probiert habe. Wenn, dann müssen wir sie mal zurückdrücken. Aber ich kann sie nicht drücken. Also es ist Einbildung gewesen. Wenn du da zwischen ja, wie eng das ist, ne? Ja, ja. Das habe ich auch gedacht, weil hier so ein Dings war, aber das war nur Öl. Ich will jetzt auch nicht die Zuschauer denken, hier, wir ruckeln hier. Machen wir.
Es ist kein Spiel da, also ich kann eigentlich andere nicht hätten das haben. Ding heute Nacht einfach hier, Joni hat gesagt, er hätte das Ding einfach gerade rausgeschoben, einfach die Treppe runter. Ja. einfach rausschieben. Ja, Joni die Teile vielleicht doch ein bisschen teuer. Und die Kiste Bier aus dem Bus geholt. Pass auf, nee, ich habe auch nochmal hier auf die Nummern geguckt, 5, 5, 4, 4, ja. Aber das passt schon alles. Also ein Pleulager wäre auch nicht so... Also ich komme davon nicht weg, dass das da vorne irgendwas war. Pass auf. Aber ich das raff auch nicht wie. Ja, aber es geht jetzt einfach klären. Stimmt, bau den wieder dran. Die ist es auch nicht. Ich hatte kurzzeitig gedacht, dass die Lichtmaschine fest ist, aber jetzt den Riemen einfach durchgedreht mit dem Anlasser, ne? Warte mal, die... War die eben schon ab, als du... Weil... Da ist ja definitiv eine Spur dran, würde ich sagen, oder? Das wird ja genau auf den Böcken sein, ne? Wobei, selbst wenn du, da hättest du das Alu weggedreht. Also du hast ja so doll probiert, den Motor zu drehen. Ja, vor allem anders an, ne? Ne, ich gucke, ob hier irgendwo Kollision war, aber sonst... Ich meine, wir werden es ja sehen, wir schrauben sie gleich wieder an. Du hast ja doch schon gut reingewichst gerade. Ja, das müssen wir auch ein bisschen wegschleifen gleich. Wenigstens mit der Feile vorsichtig in die Richtung. Könnt ihr mal, wenn ihr mal einen Tipp habt, wie man so festgeklebte Wannen am besten abkriegt, wo man wirklich nirgendwo hebeln kann oder ob es da irgendwie, weiß ich nicht, aber was soll es dafür geben? Kannst jetzt ja auch ein bisschen die Wanne im Heißluft füllen, irgendwie heiß gemacht hast oder irgendwas. Plus, das wird garantiert so eine Hochtemperatur. Da f***st du mal richtig, bis du die wieder einbaust, ne? Weil das ist ja alles Dichtmasse. Ja, aber jetzt für den Zweck wäre es ja erstmal egal, ne? Man könnte es ja... Übertrieben gesagt, mit 6 Schrauben erstmal wieder ranheften. Aber irgendwo muss ja der. Irgendwas. Ich hab da nicht mit meinem Gehebel irgendwas bewirkt. Ich glaube, dafür wird gar nicht doll genug gehebelt. Aber die Schrauben sind nicht lang genug, um damit Schaden anzurichten. Ich hab's ausgemessen. 20er sind das. Ich hab gerade noch eine Idee. Ob man wohl den Riemen gequetscht kriegt. Boah, dann wäre er mit so einem Quieken festgegangen oder so, oder? Weißt du, wenn der Riemen... Ich habe gesehen, dass der Riemen an einer Stelle verletzt ist. Die wird jetzt wahrscheinlich genau hier drunter sein. Weißt du, aber wenn der Riemen... Pass auf, wir machen mal eine folgende Sache. Hier den Schwingungsdämpfer mal wieder ran. Also es muss, weil genau da ist auch warm geworden. Warm gleich Reibung, gleiches hat einen Grund. Du siehst an einer Stelle so eine blaue. So muss das sein. Wobei, nee, fuck, der hat 2 Nasen. Nee, nicht die Nase, ja, nee. Doch, sogar. So. Ja. Der liegt am Plastik auf jeden Fall an. Ja, aber es tut mir immer. Aber das ist. Ein bisschen muss ja auch Dreck abdichten. Ja, aber Alter, ne? Guck mal hier. Ja, das hätte er einfach weggeholt. Das kannst du einfach. Ja, gib mir mal. Haben wir irgendwas zum. Ja, hier. Ist auf dem Akkuschrauber drauf. Raus. Alter! Tatsache. Dann muss. Wollen wir die scheiß Plastik nochmal abbauen? Nee, pass auf. Schließen? Dann ist die einzige Sache, die sein kann, ist, dass du durch das Fest, also dass es tatsächlich über die Fläche mit dem Plastik reicht, die Kurbelwelle gegen das Axiallager zu ziehen. Und es ist deswegen warm geworden, weil es an dem Plastik ein bisschen schleift. Weg da jetzt. Da ärgert mich jetzt ja am meisten, dass wir nicht gestern Abend den Schwingungsdämpfer mal ganz abgebaut haben. Ne? Ich hatte die Hälfte, habe ich ja schon abgebaut, aber... Dreh jetzt mal. Ja. Das gibt's doch nicht, Alter. Ja, bauen wir den Krempel hier mal auf das Plastik. Ja, kannst du einfach abschrauben, sind 2. Vor allem, ich habe in weiser Voraussicht alle Kunststoffteile gleich weggelassen. Ob wir zusätzlich noch das gegen die beiden Spannrollen drücken und das noch mit... Nee, also weißt du? Hier, also, guck mal, in den Bereichen ist das schon gut massiv. Ist schon Power hinter. Hätte ich weil mit diesen ganzen Power. Rillen, also hier... Guck mal, wenn du auf die Kante drauf drückst, passiert da nichts. Also passiert nichts im Sinne von... Und das bisschen muss tatsächlich reichen, um das Axialspiel von der Kurbelwelle zu eliminieren. Ja, und dazu, dass du die nicht vergessen. Steht auch vorne. Steht
Stimmt. Vielleicht, vielleicht Tim wird recht haben. Wir klemmen es zwischen Verstärkungsplatte und Dings ein. Und vor allem dann ist er ja, noch ein mehr Zug ist, drauf. Also hier ist es schon anliegend, aber es fehlt ein Millimeter. Mhm. Kannst du durchgucken. Also ein Milli... Egal, ziehen wir sie so nochmal fest. Millispalt. Millispalt ist er schon. Das ist bescheuert. Ja, siehst du auch hinten noch, oder? Dass sie durch den Anlag. Oder? So ein bisschen ja, Abdruck halt, ne? Aber trotzdem auch krass, dass es dann erst ging. Und dann ist sie geschmolzen sogar, oder was? Heiß geworden, richtig? Ja, siehst ja, wie hier weggewichst ist. Krass. Sind doch die, ist doch ein Fall für die Autodoktoren hier eigentlich. Ja, ich könnte noch reinkommen. Die würde jetzt sagen, es ist Plastiker Sonnenbrand, Alter. Ah, hier siehst du es jetzt gleich schon besser. Also er zieht sich jetzt oben gleich ran. Ja klar, aber... Aber wenn das Plastik da noch zwischen ist, da ist halt gar kein Platz mehr, ne? Joa. Licht an? Nee, nee. Also, du siehst halt den Spalt, aber du siehst halt so schon, du siehst halt so schon, dass der Spalt nicht viel ist. So, und pass auf. Wir können jetzt ganz einfach einen Trick machen. Pass auf, ich drück wirklich mal nicht doll. Ich mach mal einfach nur, ich halte mal nur den Motor da. Versuch mal zu drehen. Boah, krass. Weil das ist die Fläche von der Anlaufscheibe hinten. Oh, ist das dumm, Alter. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich mache mal einmal die Hände sauber und rufe mal Chris einmal an. So. Ja, dann checken wir noch mal einmal hier Axialspiel. Mit dem alten Sahara-Trick, das Ganze einfach umzudrehen. Und auf die Platte zu messen. Also theoretisch kannst du auch ans Schwungrad sogar, ne? Ich kann ja mal den Motor halten, dann können wir gucken, ob du überhaupt irgendwas drückst. Wehrt sich gar nichts, ne? Nee. Krass. Das wäre jetzt schon maximal zu dir. Dann können wir jetzt nur einmal zurück. Ah, ja doch. So, aber jetzt bin ich ganz am Getriebe. Wir hatten eben gerade schon mal kurzzeitig... Null mal jetzt. Jetzt bin ich ganz am Getriebe. So, und jetzt würde ich ganz zu dir. Das waren jetzt 400stel. Wir hatten allerdings eben gerade schon mal ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, guck. Na, jetzt sind wir nicht bei 6. Ja, ich will jetzt hier nicht so an deiner Wange rum. Ja, ist egal. Piepen, aber. Am besten brechst du noch Schraubenzieher und bleib drin stecken. Ja, aber dann ist ja. Was kriegt er denn? Weißt du das? Nee. Ich kann mir viele Zahlen merken, aber jetzt Axialspiel. Ich hätte aus dem Bauch raus gesagt, eher ein Zehntel. Aber jetzt ist Öl dazwischen und so, ne? Aber es hat auf jeden Fall minimal. So, jetzt rufen wir mal Kollegen Schrötter an hier. Er denkt sich jetzt so, gehe ich da jetzt ran oder gehe ich da jetzt nicht ran? Moin. Junge, was ist los? Sitzt du auf Toilette oder was? Nee, im Wohnzimmer. Ah, ja, du bist live im Video hier. Komm auf. Bist du ausgeschlafen? Ich hab noch gar nicht geschlafen. Ah, ja, dann hast du jetzt ein paar Stunden zum Schlafen, aber du musst morgen früh noch hier sein, wir müssen eine Wette gewinnen. Du wirst genau. Nicht, du wirst, nee, nein, du wirst nicht glauben, was es war. Erzähl. Pass auf, wir haben den Schwingungsdämpfer abgebaut. Ja. Und tatsächlich hat sich das Plastik durch die Versteifungsplatte, ist da so wenig Platz? Nicht im Ernst. Deswegen ist er warm geworden. Weil das reicht. Also, wir haben den Dämpfer abgenommen, schon konntest du das Ding durchdrehen. Schraubst es so ran, kannst du durchdrehen. Wie viel Axialspiel brauchen wir eigentlich? Was ist normal? So ein Zehntel. Ja, sag ich, ein Zehntel habe ich auch gesagt. Also ein Zehntel haben wir nicht, aber ich sag mal so 800stel kriegt man hier gerade so gedruckt. Ja, ist auch okay. Mit meiner provisorischen Vorrichtung hier. Ja, viel mehr darfst du nicht haben, weil sonst kommt ja die Wange gegen den Bock. Nee, ist krass. Also dieses Plastik durch, ich hätte es niemals gedacht, aber dadurch, dass das genau diese Kanten hier hat. Ist das genau an der Stelle so stabil? Ist das eine Scheiße. Krass, ne? Ja, na dann lad mal ein. So 0,0 drauf gekommen, weil es eigentlich ja schon zu weit rausguckt. Weißt du? Vom Draufgucken her war es ja eher so, dass der Schwingungsdämpfer ja, schon zu weit raus war. Diese Platte, warum ist diese Platte so... Also wir haben dummerweise vorher die Ölwanne schon abgenommen. Aber die sieht so fresh und gut aus. Ja, das ist wirklich gar nichts. Aber dann kannst du das nächste Mal vernünftig einkleben. Ja, wobei die war echt fest. Also wir mussten hier auch echt draufschlagen, um die abzukriegen, weil die keine Kanten zum Öffnen hat.
Wie öffnest du sowas immer? Naja, normalerweise hast du da irgendwo so einen Punkt, wo du hebeln kannst. Genau, hier nicht. Ja, macht ja keiner. Also am besten wäre es eigentlich irgendwie vorne und hinten in die Platte ein Gewinde reinzuschneiden. So ein M8-Gewinde, dass du da eine Schraube gegen drücken kannst, dass sie einfach abploppt. Das wäre eigentlich am schönsten. Ah, ja, die Idee ist nicht schlecht. Cool. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Die Punkte, die stabil sind. Wie gewinnen wir jetzt unsere Wette? Tja. Du hast kurz 5 Minuten zum Nachdenken. Ich melde mich gleich nochmal. Da waren gerade so 2 Sekunden Pause. Da war der Empfang weg, glaube ich. Da war ja, bis gleich. Tja, was soll ich sagen? Immerhin kann ich wieder grinsen, weil ich hatte wirklich so gar keinen Bock, die Scheiße auseinanderzubauen. Schon schlimm genug, dass die Wanne da jetzt ab ist. Aber egal, das kann man noch verkraften. Das hier kann man auch noch verkraften. Wieder was gelernt. Ich behaupte auch, wenn es nicht 5:30 Uhr morgens gewesen wäre, mit den ganzen Wochen vorher, hätte man da vielleicht doch geguckt, weil der war richtig heiß. Der hat richtig 50 Grad gehabt oder so. Was ja schon mal ein Zeichen den irgendwie ist. Den musst du erstmal aufgewärmt kriegen, das hat schon gut da. So, deswegen, ja. Noch ist die Wette nicht verloren. Mal gucken, wie motiviert wir noch sind. Wir haben jetzt noch genau, ist es jetzt Donnerstag? Ja, 30 Stunden sind noch oder so. Oder? Nee, schon nicht mal. Ganz. Nee, jetzt 8:30 ist es. 27,5 Stunden aber. Okay. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Immerhin können wir mit einem Grinsen rausgehen. Ihr werdet das Video bestimmt anfangen zu schauen und würdet erstmal denken, ach du Scheiße, was kommt da für ein Salat am Ende bei raus? Deswegen finde ich es umso besser, dass es nützlich ist. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, was im nächsten Video kommt. Ah, stopp, aus. Okay.